Zwei neue Karten gibt es heute bei den Map News und wir schauen uns an, ob diese zwei Karten brauchbar sind. Natürlich gibt es auch nach den neuen Karten die Updates. Nämlich, wir fangen mit der Bridge Hollow an. Eine Karte von Mr. T-Bone 39 und CCT 547. Natürlich Version 1.0. Hier kann man Bergbau betreiben, Landwirtschaft, Holzwirtschaft, also Forstwirtschaft. Und nun ja, es gibt auch Maschinen dazu, beziehungsweise man braucht sozusagen große Maschinen. Ja, Felder sind ungleichförmig und rechteckig. Und was haben wir dann noch alles? Ja, die Wachstumskalender wurde nicht verändert. Und natürlich, wenn ihr immer auf den Laufenden sein wollt und wissen wollt, welche Karten neu oder geupdatet wurden, dann abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gut, Bridge Hollow hat ja Mr. T-Bone und CCT 547 und Shanty Boys oder Shanty Boys, wie das schon heißt. Ja, das wären die Fahrzeuge. Man hat schon ja große Fahrzeuge, die wird man wahrscheinlich brauchen. Theoretisch. Gut, ja, hier hätten wir Forstwirtschaft. Rundumblick schaut recht gut aus. Hier wäre, glaube ich, drauf den hatten. Wahrscheinlich sogar in Besitz. Ja, zwei Gebiete hat man. Und ja, das hat man hier. Jetzt kann man quasi, ja, Fahrzeughändler, Lime, also Kalk kann man hier kaufen, aber leider ist es so, dass irgendwas da fehlt. Und Fehler hat man Store Lime Factory DDS, das kann nicht gefunden werden, ist ein Error, aber dieser Fehler ist etwas, ja, würde ich nicht sagen, dass er große Fehler macht. Man sieht halt nicht da die Datei bzw. die Textur. Kettenpacker, da fehlt auch etwas. Wie schaut es sonst aus mit der Lok? Sonst ist sie sauber. Nein, nicht ganz. Selling Station X11 fehlen. Oh ja, diverse Dinge sind nicht eingetragen. Oh Gott. Ah, Farmland XML fehlt auch einiges. Gibt es auch Errors. Ich schau gleich eigentlich weiter. SS Fazit ist einmal, lasst es. So, das ist auf jeden Fall mal soweit auch Gott sei Dank eingetragen, komischerweise. Aber ja, verkaufen kann man alles, aber es gibt trotzdem irgendwelche Fehler. Tiere sind keine da, Verträge gibt es und Produktion und Besitz man auch keine. Okay, schauen wir die ganze Karte mal durch. So, da haben wir ein Dorf und irgendwas hat mit FPS zusammen, weil es ruckt extrem. Das wäre irgendwie ein Hof, ja, das dörflich schaut besser aus als so manches anders auf der Karte, aber ja, hier kann man halt auch. Ist sozusagen ein Steinbruch, da kann man auch Tee oder was rausholen. Und ja, also mit großen Fahrzeugen bzw. wie soll ich sagen, großen Geräten hat man auf dieser Karte seine Probleme, weil es zum Teil zu hügelig ist bzw. die Felder zu hügelig sind. Da, wie gesagt, wird man seine Probleme haben, aber von der Aufteilung her bzw. vom Gelände her schaut es eigentlich nicht einmal so übel aus, das Ganze. Ja, hier kann man das ganze Holz verkaufen. Ja, es fehlt halt die, wie soll ich sagen, es fehlt halt was für diese Karte, damit sie richtig zum Anschauen ist und zum Spielen. Ja, gut.
Dann würde ich mal sagen, weiter zur zweiten Karte und ich hoffe, die schaut besser aus. Raystone Farm Rockcrop Ready ist die Karte. Und ja, die Karte kommt von Large Age Modding und TaylorMade Modding. Und ja, wie gesagt, die Karte ist Rockcrop fähig, aber es funktioniert nur der Meister bei. Sojabohnen sind momentan in der Arbeit und ja, eigentlich Rockcrop ist eine gute Sache, weil das sieht man genau, wie man angebaut hat. Vor allem beim Mais sieht man das wunderbar. Sonst funktioniert das, wie gesagt, noch nirgends. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass sich das Ganze auch weiter so durchsetzt, weil es ist sicher sehr interessant. Ja, Karte an und für sich jetzt einmal nicht immer so übel. Ja, der ganze Wald hier ist mir irgendwie zu langweilig. Sagen wir es mal so. Ja, Felder sind eigentlich auch schön unterschiedlich. Das Gelände ist leicht hügelig. Und ja, Großen und Ganzen eigentlich nicht so schlecht. Aber wenn man die ganze Karte hier so anschaut, sieht man, wieso dass das so ist. Und zwar, weil hier auch nur so viel Forst ist. Okay, die Felder, habe ich schon gesagt, schauen gut aus. Wachstumskalender wurde nicht verändert. Zusätzliche Früchte gibt es auch nicht. Dann Baumwolle kann man nicht verkaufen, obwohl es eingetragen ist. Eier, Wolle, Milch, Hackschnitzel, Holz. Was haben wir noch, was nicht zu verkaufen geht? Schokolade geht, Bretter gehen nicht, Möbel gehen. Okay. Stahlfahrzeuge sind keine da. Drei Pferdeweiden hat man, Verträge hat man. Und ja, die Gewächshäuser hat man, nämlich vier Stück an der Zahl. Ja, im Prinzip wäre das mal, was kommen wieder? Zwei Pferdeställe hier. Und ja, es ist garantiert nicht jedermanns Sache, diese Karte. Muss man schon sagen. Ja, diese Felder hier besitzt man schon, da kann man schon anfangen. Anfangsstelle, das sind die Gewächshäuser. Wenn ich hier rauskommen würde. Okay, wie gesagt, das sind die Gewächshäuser, Wasser dran, Tankstelle. Okay, gut. Das sind die Gewächshäuser in der Reihe gestellt. Und nun ja, eigentlich für mich, sagen wir es mal so, Baseballfeld, für mich würde ich sagen, ist keine dieser zwei Karten. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Karte für euch etwas ist. Gut, ja, bei dieser Karte gibt es dann sowieso nicht mehr und ja, schauen wir sich einfach die ganzen Updates weiter an. Bei den Updates fangen wir mit der Mecklenburg-Vorpommern an. Version 1.1.0.2, ein Hotfix. So, im Großen und Ganzen haben wir das hier mal. Ja, Produktionen, jede Menge platzierbare Dinge. Na, das schaut cool aus. So, da schauen wir uns mal die Karte ein bisschen an. So schaut die PDA aus, damit ihr euch etwas vorstellen könnt von dieser Karte, die sie noch nicht gesehen haben. Und ja, verändert wurde Folgendes: nämlich Grünrogen kann nun mit Direktschnittwerken gemäht werden. Funktioniert nur in Verbindung mit Mais Plus. Mais Plus kommt da noch was. Sonst kommt da Gras raus. Hopfen konnte nicht bei der
Stralsunder Brauerei angeliefert werden. Die PDA-Map wurde komplett erneuert. Wer Mist Plus spielt, sollte folgende Dateien austauschen. Nämlich die Mist Plus Progressive XML sollte man sich herunterladen und FS20 Mist Plus XML überschreiben und so wird gewährleistet, dass die Luzerne ins Silo rein können, ins Fahrsilo nämlich. Benötigte Mods sind das dynamische Missionsfahrzeuge, dieser Mod, dann Multifrucht-Erntepaket. Weiter geht's mit der Village of Jagodnoe. Ja, ich habe es mir schon vorher ein bisschen durchgelesen. Und ja, so schaut die Karte aus. Ich finde es immer wieder schön, wenn wenn die PDA bei den Bildern dabei ist, da kann man sich schon mal einen schönen Einblick verschaffen von dem Ganzen, was einem hier erwartet. So, Version 1.0.1.2, da wurde Folgendes verändert, nämlich diverse identifizierte Fehler wurden behoben, Dann die Kapazität der Lager- und Produktionsanlagen wurde erhöht und andere Änderungen optischer Natur auch gemacht und man benötigt ein neues Safe Game. Dann Rios de Sol. So schaut die ganze Karte aus. Ja, es ist abwechslungsreich, sagen wir es mal so. Gut. 4 Grundstücke, 26 Feldfrüchte und es wurde ein neuer Platz für einen weiteren Hof gemacht, mehr käufliche Felder, dann korrigierte Reliefs, gibt es reduzierte Feldpreise und andere Modifikationen. Ja, passt, würde ich sagen. Andere schreiben nichts hin, beziehungsweise einfach nur, etwas nicht speziell, was geändert wurde. Mir gefällt sowas was Spezielles. So, Wolobrudnowska. Nein, realer Nachbar ist es nicht. Aber eigentlich nicht mal so übel. Es sind hauptsächlich richtige Felder, aber es passt schon, so würde ich mal sagen. Ein riesiges Dorf, 4 Bauernhöfe, 2 Verkaufsstellen, Biogasanlage, 2 Wälder. PDA ist ziemlich schlecht, aber lesbar. Gut. Folgendes: Version 1.0.0.1. Die Karte kommt von ATP Frankie Y. Okay. Rehab Hills wurden gelöscht, ein Download-Link wurde wahrscheinlich hier oben hinzugefügt. Dann die Tore sind geöffnet oder kann man öffnen. Es gibt jetzt ein Bauernhaus, Kühe, BGA, Bunkersilo. Dann ist ein festes Tor noch hier und der Test ist auch abgeschlossen. Alle Sellpoints sind vorhanden, viele Fehler wurden beseitigt und die erste Version da, wo Schlamm auch dabei ist. Gut. Colleen Version 2. Hier steht leider nichts, wieso was hier gemacht wurde. Manga 1990, Ale Pastor und De Matthias 14. Die Karte fordert aktuelles Spielupdate von natürlich von LS22 und ja, Switzkowska Wies ist eine unterschätzte Karte von FS19. Okay. Schlecht schaut das nicht aus, aber ja, man sieht etwas wenig. Gut, folgendes. Mais für Maische, also CCM, kann direkt mit der
Meisterstange und dem Schneider geändert werden. Im Spiel findet man einen speziellen Stangenschneider, ja, je nachdem. Er ist immer noch nicht mit dem Mod FS20 Cutter Attached Joint Control kompatibel. Kompostproduktion, da ist jetzt die Möglichkeit gemacht worden, den Kompost direkt zu verkaufen. Mohn, Luzerne, Lavendel, Zwiebeln und Karotten werden hinzugefügt. Und Achtung, die Karte ist nicht mit dem Mod FS22 Vineyard Pack Italia kompatibel. Ja, da zeigt es Fehler. Ja, das war's mit dieser. Und die letzte Karte ist die Kamenek Version 1.0.0.2. Eine Europakarte mit 55 Feldern, unterschiedliche Größe, 3 Bauernhöfe, AI-Funktionen sind nicht auf der Karte, also die Fahrzeuge, die rumfahren. Und das Gelände ist ziemlich hügelig. Ja, schaut. Ja, kann man eigentlich schon lassen. Ist hügelig, ja, stimmt. Gut, Veränderungen. Ein neues Traffic-System wurde hierbei bei dieser Version hinzugefügt. Die XML-Dateien wurden korrigiert. Dann überarbeitete Verkaufsargumente, also die Verkaufsstellen wurden überarbeitet und kleine Änderungen wurden auch noch gemacht. Dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und wie üblich, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was neue Karten angeht, dann abonniert den Kanal, damit ihr keine Karte und kein Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.